So, wie geht's euch dann? Moin Meister, gute Moinsen. Heute bin ich ganz ruhig, ich bin entspannt. Letztes Mal war ich so wild, habe ich gehört. Nikolas Kaisers, jetzt habe ich es kapiert. Du hast mit dicken Mittel rumgeangelt und hast nur 40er gefangen. Ja, Meister, ich weiß auch nicht, was bei dir klemmt, Junge, dass du nur 40er gefangen hast. Du musst halt mal ein bisschen, keine Ahnung, mal ein bisschen mehr füttern, dann kommen auch die 50er. Würdest du einen Karpfen töten, dem man ansieht, dass er krank, schwach oder sehr verletzt ist und sich quält? Andi, schwierige Frage, aber nice Frage. Die lassen wir vielleicht mal als Eingang gleich durchlaufen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mittagstisch. Nee, würde ich nicht machen. Also, ich habe schon. Also, klar, wenn das Ding auf dem Rücken schon schwimmt, ne, und, oder, ja, und da halt nur noch auf dem zuckenden Ast lebt, ja, dann würde ich ihn vielleicht rausnehmen, würde mir halt eine mit dem Holzhammer überziehen. Aber ansonsten habe ich halt echt schon oft gesagt, lass die Natur es halt regeln, ne? Irgendwie wird sich's schon finden. Vielleicht wird er doch wieder gesund. Ich habe schon die erstaunlichsten, schlecht aussehendsten Karpfen gesehen, die auf einmal wieder topfit waren. Ne? Also das ist immer. Ich bin so ein Typ. Ich sag, ah ja, wenn ich ihn nicht essen will jetzt und auch nur um ihn tot zu hauen, weil ich denke, ich tue ihm da was Gutes, lass ihn schwimmen einfach und keine Ahnung. Ja, mit die Natur regelt das schon irgendwie. Bevor ich ganz loslege, kurze Story. Ich war Volker Seuss und ich war unterwegs. Volker Seuss hat sich wieder ein Gewässer ausgesucht, an dem nach dem Dreh festgestellt wurde, dass wir nur illegale Sachen gemacht haben. Der Rechercheboss hat wieder zugeschlagen. Erinnert euch an die Neckar-Story damals. Wir haben im Schongebiet aufgetackelt. Ich hatte mich nicht informiert. Volker hat gesagt, das geht schon, das ist alles noch offiziell. Tja. Dann kam die Post von der oberen Naturschutzbehörde, wieso wir im Schongebiet geangelt hätten oder irgendwo in irgendwas. Ja, jetzt war es auch so. Alles nice gedreht, alles gefilmt, zweimal hin und her gefahren. Am letzten Morgen heißt es, ja wie, das geht nicht und das geht nicht und das geht auch nicht und das geht auch nicht. So Allerweltsdinge. Jetzt nichts Besonderes, so ganz normaler Kram. So ein Stuhl darf keine vier Beine haben, sondern nur drei. Und wenn man einen Schlüssel für das Boot hat, braucht man erst eine Genehmigung von dem, wenn man dann mit dem Auto reinfährt. Und lauter so ein Quatsch, Alter. Da habe ich mir auch gesagt, ach, hör auf, ey. Ich bin diese Angelvereine sowas von leid. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und deswegen machen wir einfach nur noch Mittagstische. Da kann nichts anbrennen. Bei euch haben ja sogar die Regeln Regeln. Ja, bei uns haben die Regeln Regeln. Genau. So, jetzt weißt du Bescheid. Ich habe es ja gerade erzählt, Volker Seuss und ich waren angeln. Es war geil. Also wir haben richtig schön geangelt, war alles super. Volker hat mich noch zum Döner-Teller holen geschickt. Abends im Regen ist ihm eingefallen, Bräunzi, du könntest auch den Döner-Teller holen. Ich so, ja, kann ich machen. Hier ist bei Google Maps, muss man hier eingeben, Radfahrer, dann kannst du über den Radweg fahren, am Rhein entlang. Ja, Meister, ich als Ortskundiger bin losgefahren. Bin bald in den Rhein reingefahren. Ich war komplett verfranst. Irgendwann habe ich dann von Radfahrer auf Auto umgestellt, weil mich der Radfahrer in irgendwelche Vorgärten gelotst hat. So, und dann bin ich nach einer Dreiviertelstunde zurückgekommen, endlich zu unserem Angelplatz, und habe gesagt, Volker, du musst losfahren, den Döner-Teller holen. Siehst du, das kommt davon. Wenn man den Ortsunkundigen aus Faulheit losschickt, kommt genau das bei raus. Naja, egal. Auf jeden Fall hat er mir unterstellt, ich hätte ihn mit irgendwas angesteckt, weil er Halskratzen hatte. Jetzt, 2 Tage später, habe ich Halskratzen. Und deswegen empfehlenswert gegen Halskratzen und gegen schon wieder irgendeine Erkältung, die angelaufen ist, wollte ich mich an diesem Wege, auf diesem Wege. Uns wurde wieder ein ordentlicher Kräuterschnaps geschickt. Roberts Klauenpflege. Ah, vom Robert van Radendonk aus Föhl. Am, glaube, am Edersee. Grüße am Edersee, genau. Wurde uns ein schöner Schnaps geschickt. So, denn, weil ich habe, eingangs ist heute mal Schnapsthema. Ne? So, und da ich ja Halskratzen habe und ich das Thema ja auch irgendwie einleiten muss, trinke ich jetzt einen Bohnenkamp. So, Prost. Ah, jetzt ist Halskratzen weg. Warum habe ich das getan? Weil, ich muss Themen einleiten, auch wenn es manchmal nicht so angenehm ist. Aber ich wurde gefragt, das war eine Frage für den Mittagstisch, da wollte ich mal drauf eingehen, von Michael. Grüße gehen raus an den Michael. Also wie der Romeo und ich angeln waren, hieß es, die zwei lachen aber den ganzen Tag und da war definitiv außer Radler auch noch etwas anderes im Spiel. Da ich ja öfters dann immer so diesen Zutrag kriege, dass wir ja den Anschein erwecken, dass wir beim Angeln nur unter Bohnenkamp stehen den ganzen Tag, ne? Weil wir da ja so ein schlechtes Vorbild wären. Wollte ich das nur mal aufrollen und sagen, beispielsweise Romeo trinkt überhaupt keinen Alkohol. Also wenn ich mit dem angeln bin, da gibt es nicht mal einen Radler oder ein Bier, da gibt es gar nichts. Der ist trocken komplett ohne Alkohol. Und ich weiß, kurze Historie, warum das so ist, weil in seiner Familie wohl
schon exzessiv Alkohol getrunken wurde und da auch einige Katastrophen draus entstanden sind. Und solche Leute sind dann einfach nicht so gut für Alkohol zu haben. Deswegen nur als Info, wenn der Romeo da so einen Bohnenkamp abgezogen hat, dann war das wirklich der einzigste Alkohol, den ich glaube, seit ich mit dem Romeo überhaupt irgendwie angeln war, bei ihm mal gesehen habe. Ne? Oder ein Radler, doch ein Radler hat er, glaube ich, auch bei mir mal mitgetrunken. Aber also er ist keiner, der den Kasten Bier an See schleppt und eine Flasche Wein und sich dazu lötet oder Schnaps oder irgendwas. Ne? Also ich wollte es nur mal sagen und ich bin da auch ähnlich. Also wenn ich alleine angeln gehe, habe ich überhaupt nichts dabei. Ich nehme da gar kein Alkohol mit und nichts. Und in diesen Videos ist es wirklich auch in diesen, wenn wir das dann so machen, ist das der einzigste Bohnenkamp, der da überhaupt getrunken wird. Und das macht man natürlich aus dem Gag heraus, ne? Weil ihr wisst, wie es läuft, der Spaß muss sein. Weil hier drin stand, da war noch was anderes im Spiel, weil wir immer gelacht haben. Also der Romeo, ich weiß, was damit gemeint ist, klar, hier der schöne Hotzenplotz, ne? Also der Romeo hat in seinem ganzen Leben sowas noch nicht gemacht, das weiß ich. Der würde das auch nie tun, das ist für ihn Teufelszeug, ne? So wie unser Vorfachmaterial. Nee, es ist wirklich so und ich mache das auch nicht. Also hab das früher mal, so wie ich jung war, auch mal hier mal da eingezogen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Regierung in Erwägung zieht, Cannabis zu legalisieren, ne? Also ich finde das dramatisch, sowas, muss ich wirklich sagen. Nicht, weil ich jetzt der Professor bin, der weiß, wie es wirkt oder der eine verträgt es, der andere nicht. Aber ich habe in meiner Firma allein beruflicherweise schon 3 oder 4 Mitarbeiter durchlaufen gehabt, die wirklich dieses Zeug, also ich rede von Haschischkonsum, lange Jahre gemacht haben, die das geraucht haben und die haben alle nachhaltige Schäden gehabt in ihrem Gedächtnis. Also die merken sich Sachen nicht mehr, ne? Die können sich Sachen nicht lange merken, bringen Sachen durcheinander, bilden sich teilweise Sachen ein, die sie gemacht haben, die sie gar nicht getan haben. Das waren immer die gleichen Phänomene. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich es dramatisch finde, wenn eine Bundesregierung diesen Kram legalisiert. Einfach nur die Message, dass was legalisiert ist, erweckt bei vielen Menschen so dieses Gefühl, wenn es nicht verboten ist, ist es auch nicht schlecht. Und alleine um dem vorzubeugen, dass Kinder oder Jugendliche denken, das wäre nicht schlecht für sie und sie dann diesen Kram rauchen, so offiziell irgendwo, ne, finde ich wirklich die Lösung besser, das nicht zu legalisieren und sowas verboten zu lassen, dass, wenn sie das schon irgendwo machen, sie noch ein schlechtes Gewissen dabei haben, ne? Weil sie eigentlich wissen, wenn es verboten ist, dann kann es nicht gut für mich sein. Es ist nicht gut für dich. Es ist wirklich nicht gut für dich auf Dauer. Wenn du mal ein Krümel macht nichts und der Brocken macht dich zum Esel, ne? So ungefähr ist es. Und wenn ich dann sehe, dass manche tagtäglich das Zeug rauchen, ich will keinen persönlich angreifen und so, das ist nicht mein Ding, aber ihr wisst selber, was ich meine, die das jeden Tag konsumieren und das machen, das ist wie ein Alkoholiker, der steht irgendwann da und weiß nicht mehr weiter. Ne? Schwieriges Thema, wollte ich jetzt auch nicht weiter bewerten, wollte nur mal so meine Meinung und meine Erfahrung da raushauen, dass ihr nicht denkt, dass wir am See sitzen und uns mit dem Kram zuschütten, ne? Und Haschisch rauchen und irgendwas ist nicht so meine Welt, ne? Weil da habe ich einfach kein Hirn mehr für. Ich wollte es nur mal, weil ich das oft mitkriege, dass viele Angler viel trinken oder auch gerne einen kiffen. Und meine Meinung war mir, das einfach mal reinzuhauen, mal wichtig. Ne? Ist ehrlich gemeint, nicht falsch verstehen. Nur nicht, dass es heißt, der Browns ist hier das schlechte Vorbild, weil er einen Bohnenkamp trinkt im Mittag. Aber das war der einleitende Satz, ich trinke auch mal mittags einen Bohnenkamp. Aber ich kann es dosieren. Okay, also, was haben wir denn vom Angeln noch Neues? Wir haben unseren Kalender in den letzten Zügen, der geht morgen an die Druckerei, der wird wieder limitiert sein. Mitte November, so wie wir planen, eigentlich verfügbar sein. Bei Bock könnt ihr den kaufen. Wir haben ein weiteres neues Vorfachmaterial demnächst im Programm. Dauert aber noch ein bisschen, ist mit Lieferzeit versehen. Das wird unser Teufelszeug ergänzen. Das wird ein abmantelbares Material sein. Das Teufelszeug ist ja nicht abmantelbar, auch wenn es ummantelt ist. Ne? Man kann diese Ummantelung nicht abmachen. Wir werden jetzt eine zweite Variante mit ins Programm nehmen, mit der ich auch, also die gibt es auch überall sowas. Ist auch ein bisschen nicht bei uns kaufen, könnt ihr überall kaufen. Aber kennt ihr noch ganz früher so, wie das schöne alte Snakeskin war? Ne? Du konntest die Ummantelung, das war ein bisschen zu weich in der Ummantelung. Man konnte die sehr gut abmachen und die war aber auch sehr schnell kaputt. Ne? Auch gerade wenn du oben einen Knoten gezogen hast. Ist diese Ummantelung dann eingerissen oder war dann schon kaputt? Hatte ich auch bei diversen anderen Herstellern teilweise. Das fand ich mir ziemlich blöd, da hatte ich keinen Bock drauf dran zu binden. Und deswegen war mir jetzt mal eine Ummantelung wichtig von einem Vorfach, die nicht steinhart ist, also wie so ein Kabel schon, ne? Also hier so steif, dass es wie so ein Draht dir vorkommt, dass man es gut abmanteln kann, aber dass es trotzdem unantastbar bleibt, dass es nicht nach dem ersten Auswerfen oder wenn du oben den Wirbelknoten festziehst, schon aufreißt. Ne? Das war mir wichtig.
weil ich doch Situationen in letzter Zeit oder auch in den vergangenen Jahren, wie ihr es auch in diesem Österreich-Wintervideo gesehen habt, da habe ich das gerne genutzt, dass man die Ummantelung abmachen kann vorne, ein weiches Rick, ein weiches Vorfach durchgebunden hat. Jo, Meister, ich habe kein D-Rick gebunden, ich lese nur noch D-Rick, als ob es nur noch auf D-Ricks beißt. Nee, es beißt doch auf alle anderen Ricks. Und ich weiß das dann zu schätzen, wenn alle wieder nur noch sich D-Rick Compilations liefern. Ne? Wie bindet man am besten ein D-Rick, dass ich genau kein D-Rick bin? Und halt trotzdem, wir werdet sehen in Zukunft, warum ich das wieder reinnehme, so ein Material. Mit Sicherheit könnt ihr jetzt auch 100 Kommentare drunter schreiben, wer wo irgendwo irgendwelches Vorfachmaterial hat. Das weiß ich alles nicht. Mich interessiert es nicht. Ich will dieses Material haben, weil ich das so gut finde. Auch in zwei Stärken, die einen Sinn ergeben und nicht irgendwie zu dünn sind oder wieder so dick, dass du da wieder einen Kugelschreiber als Vorfach dran bindest. Ne? In manchen Situationen ist so ein Vorfach, ein geflochtenes Vorfachmaterial in dieser Art zu angeln, besser als dieses ultrakurze D-Rig ohne irgendeine Haarlänge. Da ist funktioniert, aber was funktioniert nicht? Mantelst du am Knoten nicht ab? Nee, also pass auf, Dennis, interessanter Einwurf. Jetzt machen wir mal einen Rick-Talk. Ich habe relativ, also lange Jahre, unausgeschlossen, wirklich, mit Wirbeln geangelt. Also der Wirbel war bei mir ein Wirbel mit einem, also ein normaler Wirbel, der diesen großen Ring eingeschlauft hat. Ne? Da wo dann eine Seite einen großen Ring hat. An diesen großen Ring habe ich mein Vorfach angeknotet. Ne? So, und zwar habe ich das immer so angeknotet, dass der Wirbel, dass das entweder der Wirbel da fest drauf sitzt. Mittlerweile schlaufe ich das durch, weil ich will, wie ihr das anknotet, ist erstmal scheißegal, darum geht es gar nicht. Aber ich will einen Effekt haben. Wenn ich einen Stiff-Rig angel oder einen Semi-Stiff, will ich einen Effekt haben, dass mein Rig in alle Richtungen 360 Grad nearby beweglich bleibt. Und wenn der Karpfen gegens Blei kommt, muss er 100% volle Bleileistung abkriegen. Ich bin dann später, also früher habe ich nur so geangelt, dann bin ich irgendwann, wie diese Quick-Konnektoren auf den Markt kamen, ne, die ja auch ganz praktisch sind, kennt ihr alle, wo ihr dann diesen Haken unten habt, wo ihr eure Schlaufe reinmacht, dann zieht ihr euch euren Rubber da drauf, dann hast du halt einen Effekt, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Am Fluss lasse ich das mal so dahingestellt, aber am See hat mir das überhaupt nicht gefallen und ich habe mich dann auch gefragt, ob ich weniger fange als vorher. Ne? Ich kriege zwar Düdler, aber irgendwie hake ich weniger Fische. Mag das denn daran liegen, dass dieser Konnektor, der da vorne drauf gezogen ist, dieses Stück Silikon, dieser Schlauch, eine Beweglichkeit einschränkt? Ne? Er schränkt ja die Beweglichkeit meines Rigs ein und bis das volle Bleigewicht kommt, muss der Karpfen schon dieses bisschen von diesem Konnektor hin und her bewegen. Ne? Gerade an irgendeinem Big Fish Pool, wo wenig Fische sind und wo keine Strömung ist, also im See. Auf jeden Fall, das ist so meine Überlegung gewesen, wenn ich einen Quick-Konnektor habe mit einem Silikonschlauch drauf, ne, dass ich einfach eine gewisse Bewegung einschränke. Ne? So, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du weißt, beim Angeln musst du einfach irgendwas machen, was dir Vertrauen verschafft. Und ich habe dann in den danach, irgendwann habe ich umgestellt. Also am Fluss angel ich weiter mit diesem Konnektor. Aber am See habe ich jetzt wieder schon seit einem Jahr, anderthalb Jahren umgestellt und binde mir einfach in diesen großen Ring wieder oldschool die Schlaufe rein, dass das Ganze frei beweglich ist. Ob das beim Stiff-Rig ist oder beim Semi-Stiff oder beim Teufelszeug oder bei irgendwas. Und seitdem habe ich irgendwie wieder das Gefühl, dass ich wieder 100% zufrieden mit der Ausbeute bin. Kann man sich einbilden, ihr wisst, wie es läuft. Ne? Aber immer mitdenken beim Angeln kann ja in dem Fall auch mal mit ein bisschen den ein oder anderen Fisch aus der Hecke kitzeln. Genau, und das war ja der Eingang, dass ich eben nicht am Knoten abmantel, weil mein Knoten ist beweglich. Ne? Er bewegt sich frei in alle Richtungen. Ich will ihn nicht einschränken, weil ich denke so, ich bestimme ja die Länge meines Vorfachs auch so, wie ich angel. Also ich mache ja auch teilweise mal ein kürzeres Vorfach, mal ein längeres Vorfach. Je nachdem, was ich mir gerade einbilde, welche Situation an welchem See effektiver sein mag. Und ich will halt immer, und das ist mir sehr wichtig, die volle Bleileistung beim Haken haben. Ne? So, ja, klar. Ich habe in dem letzten Mittagstisch gesagt, dass es wahrscheinlich auch sinnvoll ist oder auch keinen Unterschied macht, wenn es ein Durchlaufblei ist. Aber ich habe das ausprobiert, aber trotzdem, ich habe ja diese Blei, die sich dann relativ schnell rausziehen und dann ist es ein Durchlaufblei. Ne? An manchen Gewässern willst du halt auch schon die volle Bleileistung haben.
Das war jetzt der Eingang, ne? Ich wollte es jetzt nicht irgendwie einschränken, muss man immer aufpassen, was man beim letzten Mal gesagt hat, Brauns angelt jetzt mit Laufblei nur noch. Nee, ich habe auch ein Festblei, aber ein Festblei, was sich halt schnell ausklingt, ne? Also beziehungsweise was halt auf der Schnur frei läuft. Hier, bin ich ehrlich, von Korda, diese Cubes, 143 Gramm die Würfelbleie. Finde ich ziemlich geil, die Dinger. So, das war das Vorfachgedöns. Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil du landest irgendwann in 100 Sackgassen und kriegst 200 Meinungen ab und am Ende ist es eh alles wurscht. Du musst einfach angeln gehen. Genau, also nur so, einfach nur mal so, man kann ja mal mitdenken, einfach aus Spaß. Das haben wir hinter uns. Dann eine weitere Frage. Genau, heute ist ja so ein bisschen der Fragen. Ich habe mal so ein paar Fragen rausgesucht von wiederkehrende Fragen und auch Kleinigkeiten, die ja nicht immer nur Themen bereiten, aber doch immer die Leute interessieren. Und zwar hat der Benny gefragt. Grüße gehen raus an den Benny. Guten Tag, Herr Brauns und an die Community. Wieder mal ein nettes Video. Danke dafür. Weiß denn jemand aus der Community, was der Herr Brauns mit dem Smolinier meint? Oder was das zu bedeuten hat. Oder kann es sogar der Herr Braun selbst erklären. Vielen Dank und weiter so, lieber Benny, auf jeden Fall. Bei uns tauchen ja in den Videos immer mal wieder irgendwelche Sachen auf, die dann so regelmäßig rekapituliert werden. Ne? So nennt man das. Und der Smolinier ist beim Romeo und bei mir so entstanden. Es ist A, ein Wort, was man so ein bisschen auf Französisch aussprechen kann, was dem Romeo relativ leicht fällt. Ein Smolinier. Ne? Und wir haben immer, Smolinier ist so ein Fachbegriff für bei uns, für Wälze, ne? Also wenn du Wälzaktionen hast, du hast an vielen Gewässern in Frankreich, die sehr flach sind, oftmals dieses ich habe es jetzt nachgemacht mit dem Mund, mit der Maultrommel. Also die Schnur geht hoch, da läuft ab, du denkst, boah, Biss, und dann ist nichts dran, ne? So, und dann ist einfach so ein Smolinier mit seinem dicken Bauch unten am Grund lang geschwommen. Wir haben uns halt immer eingeredet, dass das Wälze sind. Es ist auch oft so, weil die Biester in der Abendstunde halt losschwimmen und auf Raubzug gehen und wenn sie dann in diesen flachen Gewässern unten mit ihrer Flosse in der Schnur hängen bleiben, dann ziehen sie die halt den Zwinger hoch, ein bisschen Schnur von der Rolle und irgendwann klingt es aus und dann fällt der ganze Zwinger wieder auf dahin, wo er gefallen ist. Das hatten der Romeo und ich eigentlich relativ oft, ne? Und dann war immer abends so zwischen, sagen wir mal, 20 Uhr oder 22 Uhr im Sommer und 0 Uhr dieses Smolinier-Gefiedel und da haben wir immer nur, hat der Romeo immer gesagt, Smolinier. Habe ich mir nur aus seinem Zelt dann rausgehört, so Smolinier. Dann ist er mit seinen Schlappen runter zur Route gewatschelt, hat irgendwas kontrolliert, kam zurück, Smolinier, und hat es wieder ins Bett gelegt. So. Und das haben wir natürlich dann auch so ein bisschen ausgedehnt auf Begrifflichkeiten für andere Angler, die halt Smoliniers sind. Ne? So, weißt du Bescheid, muss man nicht weiter ausbauen. Es gibt bei der Angelbranche sehr viele Smoliniers, die halt immer wieder mit der gleichen Scheiße auffallen. Und dann sagst du halt, das ist auch so ein Smolinier. Kühnle Matthias, du willst die Haken? Die Haken kommen jetzt im November, sind sie mir angekündigt. Also ich vermute, ab Dezember sind sie wieder alle verfügbar. Ne? Haben wir ja so gesagt, ist leider so. Müssen wir mal auf die Webseite vielleicht mit in dieses Haken-Ding reinschreiben, dass alle Haken ab November wieder oder ab Dezember wieder verfügbar sind. Ich will es nicht verfrühen, nachher kommen sie doch später. Dann hat der, lustige Anekdote von Markus Schwab. Er hat geschrieben, wir sind wirklich alt. Bin jetzt 45 und denk mal dran, als du noch 18 warst und da einen mit 40 gesehen oder 50 gesehen hast, da dachtest du, der ist schon in Rente oder kurz davor oder vom Sterben. Genau. Ja, ist so. Also wir haben ja auch in der Community hier beim Karpfenangeln immer sehr viele Leute, die so 18, 20, 23 sind, die doch ihr Leben genießen dürfen, die noch gar nicht wissen, wie gut sie es gerade haben. Ne? Die einfach gar nicht wissen, wie schön es ist. Ich hatte es gerade mit dem Volker Seuss, wir hatten es mit den Mädels, ne? Ist ja immer das gleiche Thema. Der Volker sagt also, Bronche, da geht überhaupt nichts mehr. Klar geht noch was, aber irgendwie werde ich alt. Irgendwie werde ich alt. Dann habe ich gesagt, Volker, weißt du, du musst eins wissen. Wenn du erstmal Ende 30 bist, ich bin jetzt 46, ne? Sage ich ganz ehrlich, früher, wo ich noch lange blonde Haare hatte, ne? Also nicht so ausgesehen habe wie heute mit der Halbglatz und so unfrisiert, sondern wo ich früher noch die schulterlangen blonden Haare hatte bis zum Arsch. Entschuldigung, da bist du durch die Stadt gelaufen, da haben sich halt die Bomberanzen immer umgedreht nach dir, ne? So, also ging halt immer noch was, ne? So, ich habe zum Volker gesagt, du musst aufpassen, das lässt auf einen Schlag nach. Diejenigen, die so in meinem Alter sind, wissen das. Auf einmal ist es weg. Es ist wie beim Angeln, ne? Um wieder zum Angeln zurückzukommen. Es ist wie, wenn du so eine geile Session hast, du bist angeln und es beißt die ganze Zeit. Einer läuft nach dem anderen. Du gibst dir schon gar keine Mühe mehr, weil es dauernd beißt und auf einmal ist es vorbei. Du kannst nicht sagen, wann hat es aufgehört. Und so ist es bei der Geschichte halt auch. Ne? Deswegen genießt es, wenn ihr 23 seid. Irgendwann merkt ihr gar nicht, dass es rum ist. Und dann fallt ihr aus dem Raster.
Da dreht sich keiner mehr nach dir um. Du denkst, das gibt's doch gar nicht, ey. Gerade eben haben noch überall welche geguckt und jetzt guckt dich keiner mehr an. Die gucken alle auf die andere Straßenseite. Wie wenn du so einer bist. Und um es abzuschließen, genau, früher, wie wir mit 23 oder mit Anfang 20 in der Disco waren, ne, da gab es ja dann tatsächlich welche, die so 46 waren wie ich, die dann so mit so weißen Glacé-Handschuhen, stand dann so einer auf der Box, weißt du, und hat da runtergetanzt mit seinen weißen Handschuhen. Da haben wir immer gesagt, Meister, wenn ich mal so alt bin wie der, ey, da bin ich doch schon 10 Jahre in keiner Disco mehr gewesen. Da bin ich verheiratet mit 3 Kindern und sitze zu Hause vorm Kamin. Jetzt bist du 46 und ich glaube, wenn ich jetzt in die Disco gehe, denken das genau hier die jungen Leute über mich. Der ist hängen geblieben mit seinem Scheiß, Alter. Ja, okay, genau. Also nur um das mal so auch mal reinzuwerfen. Alt werden wir alle von selbst. Nochmal ein Thema, was auch regelmäßig auftaucht. Wir haben ja immer so in unseren Videos ein bisschen grimmig geschaut, wenn wir einen Wels gefangen haben, ne? Also bei einem Wels, wie der Romeo in diesem Video sagt dann, freut sich in der Mittagsstunde über den Biss, ne? Weil, also Wels, klar, der Wels ist immer und überall, das, ne, das wissen wir, aber eigentlich so in der Mittagszeit ein Welsbiss ist schon überschaubar. Und wir saßen halt da an diesem See und mittags um 12 oder um 1 hupt da beim Romeo das Ding ab. Da fällt hier so eine Last runter, endlich beißt mal einer, ne? Und dann fährt der Romeo raus und trillt und dann kommt der Wels hoch, ne? Deswegen hat er sich da nicht drüber gefreut, weil hier der Alex Schmidt eben sagt, man kann sich über den Welsfang auch durchaus freuen. Kann man, ne? Ich bin aber ein ehrlicher Typ und ich rede nichts schön. Ich will an der Kuschel-Community auch nicht teilnehmen. Ich habe Ecken und Kanten und bin borstig. Ich sage, nein, der Wels kann woanders beißen. Ich freue mich definitiv nicht über den Wels. So. Wenn das jemandem nicht gefällt und er meint, der Brauns ist böse. Heute kritisiert ja niemand mehr irgendwen. Heute alle feiern nur noch. Abgeschrieben, nachgemacht, auf anderen Leuts Plätzen geangelt. Früher im Zypro-Forum, kennt ihr jetzt noch das Zypro-Forum früher, ne? Wo noch alles real war? Kennt ihr nicht mehr, ne? Da hat dann der Achim Fritsch, mein verstorbener Achim Fritsch, dem wir übrigens auch ein Kalendermotiv gewidmet haben. Der Achim Fritsch hat dann gesagt, hat dann immer drunter geschrieben, die Katze, das hast du alles erlogen und erstunken und abgeschrieben. Schäm dich. Dann haben dann so 10 andere geschrieben, genau, raus mit, das konnte man gar nicht liken, sowas. Dann musste man dann drunter kommentieren. Dann haben alle so drunter kommentiert. Dann hat der wieder diesen Scheiß reingeschrieben hat, um sich wichtig zu machen, den Stahlhelm aufgesetzt, hat sich 2 Monate versteckt, du hast nichts mehr von dem gesehen und gehört. Und dann kam er wieder mit genau so einem Scheiß. Dann hat er wieder eine gekriegt. Heute kannst du einfach so weitermachen, ne? Mike Mock, du weißt, was ich meine, ne? Du weißt genau noch, wie es gelaufen ist früher. Und heute macht keiner mehr was. Heute, oh, wie kannst du denn so gemein sein und das auch noch anreden, ey? Und auch noch sagen, dass du bist jetzt der Böse, weil du kritisierst es ja. Ja, Hightier, Carpfishing, klar. Aber guck mal, klar kann man zeigen, was man will und was perfekt ist, ne? Nee, aber man kann auch ganz normal alles zeigen. Es gibt keine Regel, was du nicht zeigen darfst. Ne? Das ist ja das, um es jetzt abzuschließen, 2 Minuten haben wir noch. Ich weiß, euch gefällt der Szene-Talk, weil das kriegen ja alle von mir auch immer aufs Brot geschmiert, die genau diesen Schmuh machen. Beim Angeln gibt es keine Regel. Also niemand hat dir zu sagen oder sagt dir, was du tun sollst, obwohl es sehr viele Influencer probieren. Die versuchen irgendwas da Schleimiges rauszuziehen und ihren Style vorzumachen und meinen, dass alle das jetzt auch so machen müssen. Alle müssen das jetzt gut finden und alle müssen das auch machen. Das ist eben nicht so. Du kannst dir beim Angeln aussuchen, was du machst. Du kannst dir aussuchen, welchen Fisch du fangen willst, ob du am Fluss, am Baggersee, in Frankreich, irgendwo angelst. Ne? Das kannst du dir alles alleine aussuchen. Und ich sage auch immer, dass das Wichtigste überhaupt beim Angeln, was ich nach wie vor immer noch mache, ich gehe einfach da angeln, wo ich Bock drauf habe und was mir Spaß macht. Und ich bin das Rig nicht, weil irgendein Doktor sagt, du musst das Rig jetzt so binden, ich angel nur noch. Da mache ich das überhaupt nicht. Ich sage, was will der von mir, der Penner da, Alter. Klar kann man es mal ausprobieren, aber es bringt ja am Ende nichts, außer dass der ein Thema gesucht hat, um sich für euch wichtig zu machen. Ne? Um irgendwelche Sponsoren zu nennen. War auch neulich so eine Frage, Brauns, wieso bist du eigentlich noch nicht bei irgendwelchen großen Tackle-Firmen unter Vertrag? Digga, die wissen ganz genau, dass ich da keinen Bock drauf habe, deswegen. So, geht nochmal ein bisschen angeln, so sieht's aus. Ich wünsche euch, wir sehen uns nächste Woche. Hab euch lieb, danke fürs Zuschauen, bis dann. Peace!